gespannt, ob auch Sprache, also sprachlich was vorgetragen wird, ob sie singen nur oder musizieren oder wie sie das kombinieren einfach. Es wird sicher eine spannende Angelegenheit. Singing. I like having them come and sing with me. Weniger. Ich kann kaum atmen. Alles tut mir weh und es ist mir auch alles widerwärtig. Glauben Sie wirklich, dass mir Altaussee gut tut? Ich habe Altaussee immer gehasst. Die alten Häuser, diese alten Leute. Alles muffig und vermodert, alles feucht. Wenn wir in ein Bett steigen, steigen wir in ein feuchtes. Das hat mir immer den Hals zugeschnürt. Ich weiß, das ist ich verstehe gar nicht. Was steht da nicht? Ich verstehe gar nicht, wie die Leute sich dort ansiedeln. Schriftsteller, Komponisten, Komödianten, dieses ganze Gesindel hat sich dort angekauft. Vor der Jahrhundertwende und danach. Komm, haben die Leute Geld, kaufen sie sich diese alten, scheußlichen Häuser, gehen in Dirndlkleidern herum und Lederhosen und machen sich mit den Fleischhauen und Holzhackern gemein. In den Bergen bekomme ich keine Luft! Weil ich habe wirklich, wie ich gestern das gesehen habe, war ich natürlich vollkommen aus dem Häuschen, aber dachte, dass ich da total abstinke, weil ich gar nicht weiß, weil die anderen konnten ja alle immer mit. Ja, musikalisch man, ne? Mit. Ja. Aber dann war es irgendwie, heute habe ich mich so drauf gefreut und vor allem auf dieses Abenteuer, das dahinter steht. Schauspieler sind mir widerwärtig. Da höre ich noch lieber die stumpfsinnigen Sänger in einer Mozart-Oper. Was wird denn von Sympathie wieder gespielt? Ja, das Einzige, das mir in der Oper immer gefallen hat, war wirklich Così fan tutte. Da ist es mir auch egal, wer dirigiert. Das ist ja eine Musik, die nicht umzubringen ist. Alles andere ist ja doch immer haarsträubend. Der Vorteil ist, dass es nur ein paar Schritte von hier in die Oper sind. Das wäre mir auch zu viel, wegen einer Opernaufführung auch noch einen langen Weg zu haben. Stünde doch nicht dafür. Richard schiebt mich einfach hinüber, mehr oder weniger über die Straße zu Mozart und Wagner. Aber ich kann nicht jede Woche in die Così fan tutte gehen. Wann ist Così fan tutte? Wann? Ha? Wann ist Così fan tutte? Wann ist? Maskenball! Heute ist Maskenball! Schauerlich! Ja. Ich wusste ja nicht, wie das funktioniert. Ja. Habe ich ja auch keine Erfahrung. Ja, mit, ne? Ja. Und, aber er ist ja so wunderbar im Publikum. Haben Sie nie an eine Künstlerexistenz gedacht? Schauspieler, das wollte ich. Ich bin kläglich gescheitert. Ich kann keine zwei Wörter auswendig lernen. Außerdem hätte mein Vater nie erlaubt, dass sein Sohn sich zum Mimen macht. Mime, das war tiefste Verachtung. Sprach das Wort immer dann aus, wenn er tief verachtet ist. Hat es Sie nie gereizt, Künstler zu sein? Das wollen doch die Leute. Alle drängen sich auf die Bühne, alle wollen sich auf das Podium. Gleich für was das Podium ist, Schauspielerei, Konzertmacherei, Wissenschaftlerei, dahin drängen wir alle. Könnt ihr mir vorstellen, dass Sie ein guter Schauspieler sind? Sie sind eine Fundgrube für einen Regisseur. Mit Ihnen kann ein Regisseur alles machen. Sie können einen König spielen und einen Grubenarbeiter. Sie haben alles an sich für einen großen Schauspieler. Natürlich ist es jetzt zu spät. Schauspielerei muss früh genug angefangen werden. Selbst Ihre Stimme ist eine Schauspielkunststimme.
so wirklich ganz, also wirklich auch nach einem Abenteuer, das gelungen ist. Ja. Und also wirklich schöner Abend, schön. Sage ich. Vielen ich danke Dank. Ihnen, dass Sie mir das ermöglichen haben. Porto Gente. Ja. Porto Gente, Brinker. Ja. Thank you. You're welcome.